Ver. Die Verbindung eines Erwachten öffnet da, öffnet der Erschöpfung und DA ist ja Wissen, Meinung. Okay, öffnet MM, verdammt. Die Verbindung des Erwachten öffnet sein Wissen, seine Meinung und es wird der Gedanke, wird ja als Spiegel. Gut, jetzt das schon. Ja. Und genau in diesem Sinne alles. Öffne ich jetzt durch meinen personalen Bewusstseinsmonitor zum Beispiel meine Perspektive auf Nadja. Ihr alle tut es auch, wenn ihr sie in dem Bewusstseins, optisch, außen, blaue Welt habt. Wer denkt sich Nadja aus? Ist sie von dem ausgedacht, immer nur, was ich denke, was ich als Perspektive... Pass auf, lass uns einmal hier ganz kurz, ich komme dazu, das machen wir jetzt hier. Ich komme dazu, wenn wir hier sind. Das ist jetzt das erste Mal mit dem Ich, dass du die Ebenen des Ich sehen musst, was ich jetzt hier nochmal für euch hinschreibe. Wir haben El Hayom, das ist rot, ist... Um jetzt genauer zu werden, und ich reduziere das Wissen eh schon so unheimlich, weil ihr braucht kein Intellekt. Darum sage ich, es ist wichtig, dass du einfach, wenn ich jetzt Beispiele bringe, musst du das Grundwissen, das sind diese lächerlichen 22 Zeichen, und ich sage zu jedem, die Vatersprache zu lernen, so wie ich euch das lerne, muss die eins klar sein, Klaus. Es ist für einen deutsch sprechenden Menschen wesentlich einfacher, wie wenn du jetzt Türkisch sprechen lernen müsstest. Was ja hier raumzeitlich ausgedacht unsere Bundesregierung von Immigranten verlangt, dass die Deutsch reden. Wenn du jetzt Türkisch reden lernen müsstest, die türkische Sprache zu lernen, stupid zu bilden, irgendwelche Geräusche zuordnen, ist tausendmal schwerer, wie die Vatersprache zu lernen, weil du eigentlich schon alles drin hast. Es geht hier nicht, dass du Hebräisch lernst. Das heißt, wenn ich jetzt dann da immer noch, wenn du weißt, dass das geöffnete Schöpfung heißt, dass das natürlich jetzt, wenn ich das setze, wenn ich das jetzt zum Beispiel als da setze, als vier, das heißt ein geöffneter Augenblick. Es ist auch eine geöffnete Quelle, da kommt dann noch dazu. Wenn ich das weiß und ich weiß, dass das hebräische Wort, diese Radix auf Hebräisch, Wissen, Meinung heißt, eigentlich persönliches Wissen und persönliche Meinung, dieses persönliche Wissen öffnet die Schöpfung, die du wahrnimmst. Und das ist das, was jetzt da ist. Hier und jetzt. Und jetzt merkst du immer mehr, wo ich sage, das Deutsch, was die erste neue Erkenntnis. Und wenn was vollkommen neu ist, darfst du das nicht, es ist nicht neu, wenn es dir logisch erscheint. Ich sage immer wieder Basic, mein Beispiel, wenn du alter Basic-Betriebssystem bist und ich spiele irgendwelche Windows-Daten ein, sagst du Fehlermeldung, Error, falsch, verkehrt, ganz schrecklich. Und du wirst Sachen akzeptieren müssen, wo dir die Haare zu Berge stehen. Da stehen die Haare nicht zu Berge. Das heißt, wenn du, lass die Daten einfach rein und nicht abwehren. Du musst die zuerst einmal in dich reintun, weil du feststellst, sobald du dich öffnest dafür, das ist Vater, dein Wille geschehe. Das ist die Abraham-Geschichte, schlachte deinen Sohn, das ist der Jesus. Muss ich den Krug auf mich nehmen? Nee, du kannst es alles machen, du bist ein freier Mensch. Aber dann doch, mir stehen die Haare zu Berge, aber ich mag es trotzdem. Okay? Das ist einmal das, dann wirst du feststellen, dass du sehr schnell in Zinn ziehst. Aber wenn du von vornherein ablockst, und dann kommt jetzt zum Beispiel eine Erkenntnis, wo ich sage, es ist Deutsch. Es ist nicht, wenn ich Deutsch rede, meine ich Deutsch-Rot. Ich rede jetzt nicht von dem Deutschland, das du dir ausdenkst. Das ist auf der blauen Ebene, das überlebt sowieso nicht. Alles, was du dir ausdenkst, betritt das Himmelreich sowieso nicht, weil die Schatten in einem Traum sind. In einem Traum kann bloß der Geist wach werden, der träumt. Du Geist, und jetzt mache ich einen Rücksprung, einen Zeitsprung, hier und jetzt ausgedacht, einmal noch vor 12 Jahren. Ein Vortrag. Du Geist, der du mich jetzt hier sprechen hörst. Du bist der Einzige, den ich meine. Es kann sein, dass da vielleicht noch zwei, drei drin sind in dem Saal. Das ist jetzt die Ebene des Ich-Bins, Geistesfunken. Alles andere sind Statisten. Wenn du jetzt glaubst, du bist jetzt in Almena und du siehst um dich herum Personen, musst du wissen, du siehst es nur aus deiner Personifizierung heraus, aus deiner Perspektive. Und mit deiner jetzigen Logik hast du den Eindruck, dass die um dich herum das auch hören. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Beschwören und sicher sein kannst du bloß, dass du Geistes hörst. Was ich damals nicht gesagt habe, was ich sage, da ist nur ein Geist in dem Raum. Das ist der Geist, der jetzt das träumt und durch die Vergessenheit kriegst du bloß deine Perspektive und dein Wertesystem. Macht Sinn, oder? Jetzt habe ich 12 Jahre labern müssen, dass ich das, habe ich doch damals schon alles ganz klar gesagt. Ja, ja, sicher. Ja. Pass auf, Andreas, ich mache das nochmal schnell in einer absoluten Kurzform für dich, wenn du in die Vergessenheit gehst. Und die ist wichtig. Immer, du merkst, ich betone immer wieder, ich erkläre dir nie, du wirst nie von mir hören, dass irgendwas verkehrt ist oder falsch ist. Wenn ich es nicht gewollt hätte, die vollkommene Einheit stößt nichts weg. Ausgehend von der Eins, von Gott, nicht vorstellbar. Weil du brauchst, um dir was vorzustellen, ist die kleinste Form überhaupt, ist 3. Darum ist es in allen Religionen die Trinität. Du musst, um etwas sehen zu können, brauchst du einen Unterschied zwischen irgendwas. Ein weiß geschriebener Name auf einem weißen Blatt Papier kannst du nicht sehen. Und dieser Unterschied, jetzt in der abstraktesten Form, der braucht ein Drittes, das diesen Unterschied wahrnimmt. Und das ist, da sind wir aber noch so von der tiefen Ebene, wo eigentlich nicht
dass du das einfach, was, das ist die Ausgangsbasis. Und wenn du jetzt vergessen bist, momentan glaubst du, du bist Andreas. Du hast also, du ziehst eine Grenze zwischen dir, deinem Körper und allen anderen. Das heißt, wenn du jetzt den Tisch anfasst oder mich anfasst, hast du das Gefühl, das ist was Fremdes. Und wenn du das jetzt nochmal weiter runter reduzierst, wirst du feststellen, umso mehr du dich reduzierst, wie in einem Hologramm, sagt man. In jedem Hologrammpunkt ist das ganze Bild bloß unschärfer. Mhm. Angenommen, du sagst jetzt, du bist nur die rechte Hand, halt einmal deine Hand hin. Stell dir vor, du wärst nur die Hand. Jetzt kannst du greifen und fühlen. Okay? Und jetzt denk dich einmal in diese Hand rein, mach die Augen zu und jetzt fass einmal den Tisch an mit der rechten Hand. Und stell dir vor, du wärst die Hand, dann fühlst du jetzt was anderes. Das ist was anderes wie du, wie die Hand. Jetzt lach einmal deine linke Hand an. Lang die linke Hand an, mit der rechten Hand, lass das Auge zu. Und stell dir vor, du wärst bloß die rechte Hand. Dann hast du den Eindruck, das ist auch was Fremdes. Es ist kein Unterschied, ob du den Tisch anfasst, weil du vergessen hast, wer du bist. Okay? Das ist der erste Trick. Jetzt können wir noch weiter runtergehen. Wenn du den Finger nimmst, sagst du, bist bloß der Daumen, dann kannst du bloß noch fühlen. Schau mich anschauen bitte jetzt. Und jetzt ist jetzt für dich ist alles, was du berührst, fremd. Auch wenn du das oder das oder das anfasst, ist fremd. Da wird jetzt der, der den Daumen beobachtet, wie der sich denkt, ich beobachte mich. Der Daumen denkt sich jetzt, das sind ja andere am Tisch. Schau her, das sind die am Tisch. Wenn du das obere, was drüber steht, nicht weißt, hast du, wenn wir das hier abschneiden, dann hast du plötzlich plus 5 einzelne Personen oder 10. Machen wir mal 10. Okay? Und dann wirst du feststellen, dass jetzt der hier die Hand rüber, die wird sagen, ihr Deppen, ihr seid doch alle ich. Ich verdeutliche dir, update, ich weise mehrere Male darauf hin, es ist in allen Sprachen deines jetzigen Schwammenswald, in allen Sprachen der Welt heißt Deutsch heißt Gottland. Das ist Teus, Theos, die Deutonen, selbst im Arabischen, die Alemannen, was ist Allah? Das ist ein geistiges, darum mache ich ja die Dachorganisation, Deutsch, Österreich, Schweiz, das ist das, was Deutsch spricht. Das ist das Land der Dichter und Denker. Du wirst es niemals einem Türken oder einem Juden erklären können oder einem Amerikaner erklären, nur dass es um Deutsch geht. Und ich sage dir, es wird keiner, kein einziger, der nicht perfekt Deutsch spricht, das Himmelreich betreten. Was jetzt aber ganz wichtig ist, klar, jetzt ist aber die Hand wiederum, wenn die Hand anfasst, die meint was Fremdes und jetzt ist wieder einer drüber, der sagt, das bin ich. Genauso sind das jetzt Finger, okay, und da ist wieder einer, das ist der Geist, der das jetzt hört. Und durch dieses Reduzieren kommst du in eine Perspektive. Und jetzt pass auf, jetzt kann man das noch schöner machen. Wir haben jetzt zum Beispiel, wie ich sagte, nicht Weltschaft, du brauchst Engel. Engel ist ja Mangel. Egeo, das sind Egos. Das sind alles, die benutze ich wie, wenn du Bibelspiel Siedler oder was machst, da muss ein Haus hin und dann fangen da welche an zu wuseln und bauen das Haus auf. Mhm. Verstehst du? Das sind aber alles Mechanismen. Könnt ihr euch vorstellen? Und jetzt ist es ganz einfach, wenn wir jetzt irgendwas machen, wenn wir was zerlegen, wenn wir was bauen, dann mache ich einen Bautrupp, das heißt, da ist ein Vorarbeiter mit 5 Arbeiter, okay, und der kriegt jetzt einen Auftrag, der muss irgendwas tun. Was ist das hier? Aufnehmen. Ja, ist gut. Du, den Matt, wir sind viel heiß drauf, glaub es mir. Ja. Okay? Wir wollen uns jetzt ausdenken. Jetzt pass auf. Wir haben jetzt diese 5 Finger, das ist ein Bauarbeiter. Das ist ein Bautrupp, ein Vorarbeiter mit 5 Arbeitern und den schicken wir jetzt los. Der muss, gib mir mal die Wasserflasche bitte her. Der muss jetzt da irgendwas machen, okay? Und ich sage, mach das auf, dann wirst du feststellen, hey, das schaffen wir nicht, geht er zum Chef, sagt er, das schaffen wir nicht zu 5, wir brauchen nur einen neuen Bautrupp. Dann schicke ich nochmal einen Vorarbeiter mit 5 los und dann arbeiten die zusammen. Verstehst du? Der Vorarbeiter sagt, festhalten Männer, der andere sagt, hier drehen Männer. Das heißt, da arbeiten welche unter der Fuchtel von 2 Vorarbeiter, die das tun müssen, was ich denn nicht tun lässt. Und genau das passiert hier. Vom Geist zu baue ich Welt auf, aber natürlich jetzt versteht die Symbolik. Das heißt, immer wieder, was auf der Ebene, was du siehst, ist vollkommen geistlosig sein und da sein müssen. Es ist vom Traum aus gesehen, ist alles, was du überhaupt denken kannst, ist ein Geist, das sind Figuren, vergängliche Schatten in einem Traum. Und da ist jetzt das Erste, solange du in einer totalen Identifikation mit deinem Körper lebst, im materialistischen Glauben, wird jeder aufschreien, wenn ich dir sage, sind alles Idioten. Aber was sind jetzt die Menschen, die wir uns jetzt ausdenken? Ganz klar, du sitzt jetzt hier, hast eine Aufnahme laufen, die da irgendeiner gemacht hat, dein Lautsprecher dröhnt dich an und du hörst eine quäkige Stimme in Fränkisch. Okay? Wer sind jetzt die Deppen, die du dir jetzt nach Ellingen ausdenkst, in die Vergangenheit? Das sind doch nur Gedanken, die du dir ausdenkst. Das Einzige, was ist jetzt deine Realität? Schau mal, du hörst jetzt einen Lautsprecher zu. Was jetzt interessant ist, du hörst es jetzt. Du Geist hörst jetzt, du glaubst, du bist irgendeine Person, du bist ganz alleine und hörst einen Lautsprecher zu.
Und du denkst jetzt die Deppen nach Ellingen aus und du bist Gott, du erschaffst jetzt die und darum sind die Deppen jetzt in Ellingen. Und die Aufnahme wird jetzt gemacht. Die ist nicht vorher gemacht worden. Du glaubst, es ist irgendwann in der Vergangenheit aufgemacht worden und du hörst es jetzt. Oh nee, jetzt in dem Moment, wo du es hörst, denkst du es dir in die Vergangenheit und damit erschaffst du jetzt die Deppen. Oh Massa. Weißt du, das ist schwer, du brauchst ein vollkommen neues Denken. Ja. Habe ich euch tausendmal schon erklärt. Ja, du kannst es nur wiederholen und wiederholen miteinander. Und das ist Shin Nun He. Ich muss jetzt einfach springen und das ist Shin Nun He. Shin, eine logische Existenz wahrnehmen, ist Shin Nun He. Eine logische Existenz wahrnehmen und das ist das Wort für Schlafen, für Wiederholen und für Lernen und für Ja. Wenn wir das deutsche Wort Ja wieder nehmen, haben wir eine göttliche Schöpfung mit einem Rückholfall HR. Ist wahrgenommene Rationalität. Ja. Ja, HR. Und HR wiederum, hebräisch gesetzt, heißt Berg. Das deutsche Wort Berg wiederum, hebräisiert, heißt immer Wachtengeist. Fragen? Nein. Das wird, umso mehr du den Wortschatz erweiterst, umso mehr wird es ein Eins. Jedes Wort, jedes einzelne Wort, wo ich spreche, wo ich gerade verdammt, wo ich dir gezeigt habe, Lamm, jedes Wort wird lückenlos in dieser Kombination, fächert sich auf. Und wenn ich sage, einer, der kein Deutsch spricht, und das sind, sagst du mal alle, die du dir jetzt ausdenkst, aber die sind eh bloß Gedanken. Geist, rot geschrieben, ist ewig, ist reines wahrnehmendes Bewusstsein ohne intellektuelles Wissen. Das ist das Kind, der einfach nur das neugierige Kind staunend die Wunder anschaut, die in ihm passieren. Geist, blau geschrieben, ist Verstand, Intellekt, das ist das, was du dann brauchst, um Bilder zu machen. Das ist die Videokassette. Okay? Geist, rot, kann nur vom Geist verstanden werden. Ich, Geist, kann nur von meinen Geistesfunken verstanden werden. Geist ist ewig. Das heißt, die Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Etwas, was du dir ausdenkst, egal was du denkst, ist nicht ewig. Also kann das niemals etwas Ausgedachtes verstehen. Egal an wen du denkst, selbst wenn du jetzt an dich selbst denkst, das ist schon, ist der Körper, der du jetzt zu sein glaubst, ist der da, wenn du nicht dran denkst? Du bist das Einzige, was immer da ist. Wir reden hier von Fakten, nicht von religiösen, esoterischen oder naturwissenschaftlichen Geschwätz, was auf derselben Ebene steht. Mit einem Unterschied noch, dass diese angebliche Naturwissenschaft, die für dich das Maß aller Dinge bisher war, und was in Ich Bin, du im ersten Band schon steht. Es gibt in deinem Traum zurzeit bloß eine einzige Weltreligion, das ist Materialismus. Ob du dir fanatische Moslem ausdenkst oder irgendwelche Christen, die die Welt verbessern wollen, alle bekämpfen Feindbilder und glauben, sie werden heil, wenn sie irgendwas vernichten oder töten. Und das ist jetzt, das zeigt dir, dass diese maßlos selbstüberschätzende Homo sapiens, was ich auch in Ich Bin, du hinweist, dass das, was du bisher Menschen genannt hast, mit Vernunft begabt überhaupt nichts zu tun hat. Das sind geistlose Kreaturen, das sind Mechanismen, Mechanis. Dass der keine Ahnung hat von Geist, kann er auch nicht haben, weil Figuren in einem Traum können keine Ahnung davon haben, wer sie träumt. Aber der träumende Geist, der kann sich bewusst machen, dass er jetzt träumt und wieso die Figuren da sind, dass er das nämlich sieht, dass er das erkennt. Das ist das Erwachen. Ihr wollt in die geistige Welt. Und dann ist es natürlich ganz einfach so, dass hier dieses Drehen. Mein alter Satz, warum frisst ein Löwe kein Gras, sondern kleine Gazellen? Ganz einfach, weil er ein Löwe ist. Ich habe einen Löwen erschaffen und keine Kuh. Ich habe natürlich auch Kühe erschaffen. Die Kühe trinken Milch, Kalaf, das Weltliche, aber der Löwe frisst Fleisch. Rückwärts gelesen, Bella Wunder. Jetzt ist es so, ich kann es auch anders erklären. Die Frage ist so unheimlich einfach, warum frisst ein Löwe eigentlich kleine Gazellen? Ich weiß euch sagen, weil er die zum Fressen gern hat. Es ist ein reiner Akt der Liebe, er will sich mit denen eins machen. Er will sich mit denen eins machen. Wirklich, der reine Verschmelzung, Sex pur. Absoluter Sex. Da brauche ich aber den Geist, das zu erkennen. Kein einziges Tier, das du dir ausdenken kannst in deiner Natur, die du dir ausdenkst, tötet aus einem anderen Grund. Es kann eventuell sein, dass ein kleines Tierchen erschrickt und dann hier kurz zubeißt, weil es sich bedroht fühlt. Aber das ist eine Reaktion, eine Schreckreaktion. Es ist nie die Motivation, dass ein Tier ein anderes Tier im klassischen Sinn vernichten will. Bis auf eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das vernunftbegabte Tiermensch. Das tötet aus Rache, aus Gerechtigkeitssinn, aus Hass, weil ich dich nicht haben will, aus Eifersucht. Die ganze Palette. Dieser hochvernunftbegabte Mensch ist das primitivste, die primitivste Kreatur, die es überhaupt gibt. Und das ist was du schlucken musst. Und das kann nur der schlucken, der sich verändern will, der komplettes Wertesystem umdreht. Diese berühmte Pubertät, die symbolische, wo ich sage. Das Kind kommt in die Pubertät, mein Zungenkussbeispiel. Und mit der Pubertät passiert mit dir was, dass du keinen Einfluss drauf, dass sich dein Wertesystem umkippt. Dass der Zungenkuss, wenn der große Bruder sagt, stell dir vor, Mädchen, steck dir die Zunge im Mund, dann sagst du, oh, wie eklig, vor. Und im Nachhinein liegst du im Bett und sagst, wann kommt endlich so ein Schlampi und steckt mir die Zunge im Mund. Dann kannst du nichts mehr anders denken. Genau. Verstehst du?
Und alles, was für dich vorher wichtig war, deine Eisenbahn, dein Spielzeug, wenn du mit Anstand wächst, wird vollkommen unwichtig und alles, was du gar nicht erahnt hast, wird plötzlich wichtig. Und das ist dieses Werdewechseln, was jetzt die erste Stufe ist, ist die Pubertät. Und das passiert, du kannst, da gibt keine Technik, nichts. Das ist wie wenn ich sage, wenn ein Neunjähriger sich mit dem Rasierapparat vom Papa das Gesicht schabt, der kann so viel schaben, wie er will. Mit ich will ein Bart funktioniert nicht. Der kriegt den Bart dann, wenn er ihn haben soll, und dann kann er nicht mehr sagen, ich will mich nicht mehr rasieren, dann kriegt er ihn trotzdem. Und dasselbe, wir haben drei Wachstumsstufen, passiert dann nochmal in den Wechseljahren. Dann kippt nämlich all das ganze Sexscheiß und all das Zeug, wenn ich euch sage, seit der Udo in die Ruhe gekommen ist, will die Sachen, die ich angefangen habe zu singen, wie ich nicht mehr jeden Weiberarsch nachschauen habe müssen. Zwanghaft. Das ist der Geist, wird so unendlich frei. Das ist ein Geschenk. Das ist ein unendliches Geschenk. Das ist, kannst du aber einem Jungen, der da drin steckt, überhaupt nicht erklären. Weil du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber nie von unten nach oben. Du wirst in einer reinen Form von Liebe erst merken, dass hier in den Upanishaden, in den hinduistischen Schriften, und ich betone immer, die haben alle ihre ganz eigenen Facetten. Da gibt es 5 Stufen von Liebe. Habe ich auch alles schon zigfach erklärt. Zuerst einmal, die Beziehung von einer Mutter oder von Eltern zum Kind hat mit Liebe nichts zu tun, ist ein reines Müssen, ein Mechanismus, ein biologisches Programm. Siehe unsere Wildgänse. Wildgänse, ja. Tja, ne? Was guckt der mich denn so an? Weiter, das nächste ist dann hier die Beziehung, könnte ich jetzt sagen, vom Kind zu den Eltern ist dasselbe, weil das kann ohne die Eltern nicht überleben. Dann kommt die nächste Beziehung, die nächste Stufe ist dann Sexualität, reiner Zwang. Rein, da sucht sich keiner raus mit seinen ganzen Fantasien. Jede Person hat wieder ihre eigenen sexuellen Vorstellungen, ihre eigenen Fantasien. Kann man sich einklingen, kann man eklig empfinden, egal wie es ist. Der das hat, der hat es so, wie er programmiert ist, und der kann sich das nicht raussuchen. Bis hin zu Homosexualität, wo Körper verdammen. Wenn die ein bisschen Liebe werden, dann würden sie feststellen, dass einer, der wirklich von Natur aus homosexuell ist, der kann sich das genauso wenig raussuchen wie seine Augenfarbe. Und kann ich hier weh verdammen, nur weil sie blaue Augen haben? Das ist unendlich ein entmenschliches System, die sich hinstellen und von Liebe predigen und Feindbilder bekämpfen, nur was die rechte Hand nicht, was die linke tut, weil der Geist fällt, der drüber ist. Ich glaube das nicht an, ich sage dir die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die ich in einem Traum erschaffe. Ich bin ein Sandmännchen. Du sollst dir Gedanken machen, wie war das im letzten Update? Du hast diese Fehler in keins, das was fehlt, das vollkommen zu machen, das ist nicht zu bekämpfen, gar nichts. Du hast es nur zu erkennen, ein Kreuzchen zu setzen, dann kehrt Frieden ein, dann blättern wir um. Und solange du dich darüber aufregst, kommt kein Neues. Okay? Das ist einmal hier diese ersten Erkenntnisse, wo man haben muss. Das ist ganz, das muss sich demütigen. Man braucht sehr, sehr viel Demut, um das anzunehmen, weil es kehrt sich alles, was für dich richtig war, wird plötzlich verkehrt. Und das ist, wenn deine Gedanken wirklich vollkommen sehen willst, dann musst du die geistige Flexibilität haben, dass du weißt, es gibt nichts, ohne diese Polarität oder Komplementarität. Es gibt kein Gut ohne Böse, es gibt keine Freude ohne Schmerz. Das ist einmal ganz, ganz das Allererste, was man begreifen muss. Und immer, was ich jetzt habe, ist im selben Moment das andere da. Ich könnte jetzt sagen, der Udo ist jetzt krank, der ist verschnupft ohne Ende, das ist der Fall. Also ist im selben Moment ein Wissen davon gesund. Wenn du jetzt ein normaler Mensch bist, glaubst du, du warst vorher gesund und du wirst unbedingt wieder gesund werden. Nee, das ist, wenn das eine nicht da ist, ist das andere auch nicht da ist. Wenn du dich ganz bewusst super gut fühlst, kannst du das nur, weil du im selben Moment eine Erinnerung im selben Moment als Hintergrund hast, dass du krank warst. Und jetzt ist, wieso bin ich jetzt krank? Ich weiß auch, weil ich mich an meine Bergpredigt halte. Zähle ich die, die jetzt hungern und die jetzt leiden, zähle ich die, die krank sind. Die können sich nämlich auf das Essen und auf das Gesundsein freuen. Aber wehe die, die jetzt gesund sind und satt sind. Ja, bin ich ein Arschloch, mache ich mich gesund oder sag ich, aber ich kann mich auf nichts mehr freuen. Muss ich ja in Angst leben die ganze Zeit. Ja, du bist ganz oben, kannst du noch runterfallen. Und mach die Kleinsten werden zu den Größten. Eine Kastanie, ein Samen, der kann wachsen. Wenn du mal ein 100 Jahre alter Baum bist, kannst du höchstens verrecken und vergehen. Also versuche erst gar nicht groß zu werden, die fallen alle wieder runter. Halt dich immer schön am Boden, immer schön klein. Immer schön, ja. Flach halten. Das ist es. Ganz, halt dich aus den wesentlichen Sachen raus. Das ist der Weg und das ist das Alleinsein. Du wirst dich zurückziehen, ja, und das ist nötig, das Alleine ist, das ist das Bewusstsein, das was, das ist alles in mir drin. Das ist keine Erscheinung mehr, die ich denken kann. Aber wir kommen zurück zu unseren Shin und He. Shin und He, wiederholen, ständig wiederholen, solange bis ich es check, lernen, was dasselbe ist, und dann natürlich ja, was man jetzt natürlich in der Logik materialistisch sagen könnte, ja, wiederholt sich ja laufend, nee, das ist was, geht um was ganz was anderes, und das heißt eine logische Existenz wahrnehmen, okay? Jetzt machen wir einfach mal dieses He hinten weg, Shin Nun, die logische Existenz, und wir spiegeln das, was kriegen wir dann?
Enshin. Das ist eine existierende Logik. Da können wir jetzt auch ein He hin dranhängen, dann haben wir Enshin He, das ist das hebräische Wort für vergessen. Jetzt haben wir die Verbindung eines erwachten Geistes und der fängt an zu essen, zu sein. Aber das muss jetzt erst sich ausdenken, sich trennen. Okay? Wenn man dieses Nun Shin, diese existierende Logik, wenn wir da einen Schöpfer davor stellen, dann kriegst du den Enosch. Das ist praktisch, der Schöpfer ist eine existierende Logik, das ist der sterbliche Mensch. Sterblich, immer dran denken, SD erben. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick, Agiens im Becken, nur eine neue Erscheinung, eine neue raumzeitliche Erscheinung erben. Das ist Sterben. Weil alles von Augenblick zu Augenblick, deine Gnade formt sich laufend um. Jetzt kann ich dieses SD erben, mal das deutsche Wort erben setzen, ich kann auch erben lesen, dann hast du es eine erweckte polare Existenz, BN. Eine polare Existenz ist, da geht es irgendwie. Eine Welle, die nächste Welle und da kommt nicht vorher nachher. Das ist schon raumzeitliches Denken. Verstreust du dich um dich herum schon in Raum und Zeit und begehst die erste Sünde, das zweite Gebot nicht zu halten, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Nicht, dass du dir keine Bilder machen darfst, weil es wäre doch, wer will denn schlafen, ohne zu träumen? Ich wiederhole das immer wieder. Das Ziel, was jeder Buddhist in der Zukunft anstrebt, ist, dass er ins Nirvana kommt, das Vergehen, das Verlöschen des Feuers. In die Stille. Wir meditieren uns in die Stille. Ich sage, ihr Deppen, wer will denn da hin? Wollt ihr euch zu Tode langweilen? Das ist der Wahnsinn, das ist, du lebst, du erlebst dich selber durch Traum, du bleibst dabei immer dasselbe Ich. Und das ist natürlich jetzt mit dem Materialismus, dass wenn wir die Tasse anschauen, dann ist, wenn du die anschaust, das ist deine Information, du bist der Geist, der diese Form annimmt. Mein Beispiel mit der Gnede. Wenn du den Udo anschaust, bist du der Udo, wenn du die Tasse wieder anschaust, bist du die Tasse. Wenn du die Hand anschaust, deines Körpers, der du zu sein glaubst, dann bist du die Hand dieses Körpers, was natürlich jetzt sehr interessant ist, was ich jetzt sehe. Ich sehe jetzt ziemlich schon, müssen wir mal ein anders machen, weil wir gar nichts richtig Altes da heute. Ja. Wenn du jetzt die Hand anschaust, pass auf, diese Hand, die du jetzt, die Hand, die du jetzt da siehst. Jetzt kann ich natürlich, pass auf, ich könnte jetzt auch mal sagen, das ist die Hand eines alten Mannes. Jetzt pass auf, jetzt schaue ich in deinen Schwamminhalt rein, wir haben ja eine Ärztin am Tisch sitzen. Ist es nicht so, dass wir hier beim Medizinstudium lernen, dass ich jetzt die Körperzellen eines menschlichen Körpers mindestens, spätestens alle 7 Jahre komplett erneuern? Und so kann die Hand ja maximal 7 Jahre plus alt sein. Also wieso glaubst du denn, dass die so viele Jahre alt ist? Es ist nur, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, was wichtig ist. Das Einzige, was immer gleich ist, ist der Geist, der wahrnimmt. Und dieser Geist, wenn der vergisst, was er ist und verwechselt sich mit einem Menschen, das ist das großgeschriebene blaue Ich, kommt er im selben Moment in den Wahn, dass er sagt, ich bin ja ich. Das ist das kleine Blaue, das ist der Körper. Und dann kommt, ich sehe, dass ich älter geworden bin. Und ich mache jetzt das schon, ich sehe, dieses Ich, das ist das Bewusstsein. Mir ist bewusst, dass das blaue Menschen, ich sage, ich sehe, dass ich älter geworden bin, weil der Depp keine Ahnung hat, was ich bin. Du kannst nämlich immer bloß von oben nach unten sehen. Wenn du das auch vergisst, was ein Mensch ist, was bisher alle Menschen, was ich immer sage, die muss eins klar sein, die Menschheit, die du dir bisher ausgedacht hast, all diese intellektuellen Menschen an ihren Hochschulen, nicht ein einziger kann dir erklären, dass was der Unterschied zwischen einem Menschen und einer Person ist. Wenn er nicht Holofeeling gelesen hat. Und da gibt es nichts zu diskutieren darüber, dass ein Mensch was ganz was anderes ist wie eine Persona. Ich sage immer, ein Mensch ist ein Leben, ein Roman, ein Film. Und jetzt auf die Hauptrolle bezogen, beginnt es beim Säugling, dieses Konstruktprogramm, und endet beim Greis, jetzt im Idealfall. Was jetzt aber wichtig ist, was ich noch dazu sage, dass dieser Mensch nicht nur aus dieser Hauptrolle besteht. Alle Menschen, die du dir ausdenkst, die ganze Menschheit, die du ja nur feinstofflich als Gedanken sehen kannst, gehört zu dem Film, die sind auf dem Menschen, sind Daten von dem Programm. Das ist das Verrückte. Das heißt, der Mensch ist eigentlich schon als Komplex, als Konstruktprogramm ein Wissenglauben und den kennst du erst, wenn du dir das bis zum Ende angeschaut hast, den Film. Das heißt, du kennst den Film Klaus ja noch gar nicht. Und das ist jetzt kommt dieser Trick mit dem rückwirkenden Generieren, dass wenn du reinmachst, ändert sich ständig dein Wissen und dann denkst du immer hier und jetzt, dir verändert sich deine Vergangenheit, vorausgesetzt du lernst was. Wenn nicht... Das ist immer wieder, ich mache gerne das Beispiel, dass jetzt erst einmal ein Mensch ist ein Buch. Das beginnt mit BU und BWAF heißt in ihm. Ist ein Chat. Okay? Ein Chat ist ein Wissenskomplex, eine Kollektion von Wissen, die sich ständig verändert. Wenn er aufmerksam das sich anschaut, kann er selber verändern durch Verstehen. Und jetzt dieses Buch. Das beginnt immer, ich könnte jetzt wieder sagen, wir nehmen ein Buch in die Hand. Das ist ein Chat. Wenn ich dich sage, kennst du das? Wenn du das Buch nicht gelesen hast, sagst du nein. Okay? N1
heißt nicht existierend, oder Ayin mit 70 geschrieben, ein existierender Trümmerhaufen von Existenzen. Die Trümmerhaufen, der Trümmerhaufen von Existenzen entsteht aber erst, wenn ich mich da reindenke. Das heißt, ich mache jetzt erst einmal das Buch auf und was sehe ich? Ich sehe jetzt erst einmal eine Doppelseite. Das ist die erste Gedankenwelle. Eine große, komplexe Gedankenwelle, wo ich noch gar nichts sehe. Also schaue ich jetzt erst einmal eine Hälfte von der Welle an und dann merke ich sofort, da kann ich immer noch nichts sehen, weil jetzt haben wir Zahlen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, das ist ein Jahr. Okay? Eine göttliche Schöpfung ist ein Berg. Der hat natürlich nochmal viele fraktale Kanten. Jetzt gehe ich, dann habe ich Zahlen und bei den Zahlen sagen wir jetzt ganz einfach mal, das sind die Zahlen. Jede Zeile steht für Woche. Okay, und diese Wochen wiederum, Zahlen, wenn ich jetzt da, wie ich in der Woche reinschaue, dann steht hier 1. bis 7. Tag. Wenn ich das nicht denke, ist das Buch weg, die Zahlen weg, rot geschrieben, Weg. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Weg heißt ja auch nicht da. Okay, wenn ich es denke, ist die Zeile da. Aber interessant ist, alle 7 Tage sind gleichzeitig da. Und wenn ich mich jetzt noch weiter rein konzentriere, dann kriege ich den Eindruck, 1. Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, okay. Jetzt ist natürlich, stelle ich fest, dass dieser Montag, der jüngste Tag, wieder ein Buch ist. Da habe ich nur, beim Montag habe ich nur kein Bild. Also wird dieser Montag wieder zu einem Buch, mache ich wieder auf und dann kriege ich jetzt hier die Stunden, die Momente und jetzt bin ich auf der Ebene und jetzt stehen da irgendwelche Worte. Knut, Dieter Bohlen, Japan, Katastrophe, Atom und jetzt erst ab der Ebene der Worte. Entstehen in mir Bilder. Aber da bin ich schon so in eine Struktur rein vergessen. Denk an das, was wir mit der Hand, mit den Fingern gemacht haben. Erst durch diese extreme Konzentration entsteht was. Und die hochkonzentrierteste Form von Wahrnehmung ist Materie. Das ist deine sinnliche Wahrnehmung. Darum ist auch die Physik, wie gesagt, die Naturwissenschaft ist eine Religion. Ich betone das immer und immer wieder. Und alle Religionen haben heilige Schriften. Heilige Schriften heißt, dass jede Religion, kannst du mal im Duden nachschauen, was wie Religion definiert ist, definiert definitiv sich selber durch ihre Satzungen, die festgelegt ist. Die Juden haben ihre Tora, die Moslems haben ihren Koran. Und natürlich kommen dann viele dazugemachte Schriften von den Zubergscheiden. Ich rede nur von den eigentlichen Wurzelschriften. Und genauso hat die Naturwissenschaft ihre Physik und ihre Chemiebücher, die voller Symbole sind. Was bei allen Glaubenssystemen gleich ist, wenn du irgendeine dieser heiligen Schriften in die Hand nimmst und die Worte anschaffst und du bist nur in der Lage, mit einem normalen, fehlerhaften Wissen die Worte raumzeitlich um dich herum zu verstreuen, hast du schon verloren. Du gehst permanent in die Irre. Wenn ich mir bei einem Wassermolekül zwei Wasserstoffmoleküle und ein Sauerstoffmolekül vorstelle, dann sind es Bilder. Und ich habe in einem Selbstgespräch ganz klar gesagt, wenn ich jetzt meinetwegen irgendein ägyptisches Totenbuch aufmache und da sehe ich hier irgendwelche Götter mit Falkenköpfen, mit Hundsköpfen, mit Stier-Krokodilköpfen, da leuchtet jeden vernünftigen Materialisten ein, dass das ja bloß Symbole sind und dass diese Sachen niemals da außen in dieser Welt jemals so existiert haben oder so existieren, wie diese Symbole darstellen. Das leuchtet jeden ein. Das ist ja ein Märchenbuch. Und ich betone immer wieder, Märchen sind unheimlich wichtig. Das große Problem, was aber nicht akzeptieren wird, wenn er ein Chemiebuch aufschlägt, dann schaut sich ein Wassermolekül an, dass das nichts anderes ist. Aber da glaubt er felsenfest, dass das da außen unabhängig von ihm existiert. Auf der Ebene der Wahrnehmung ist natürlich plötzlich H2O, dass zwei Wahrnehmungen, die polar gegenüberstehen, einen Augenblick geben, ein Urin, ein Mikro geben, dass das ein Wassermolekül, das ist die kleinste Form von Wasser, blau geschrieben. Und das mache ich dir mit den kompletten chemischen Tabellen. Und wenn sich ein Blichter hinstellt, der sich alle Nobelpreise der Welt zu, ist ja schon, schon blöd, dass er meint, er hat das Geheimnis der Welt entschlüsselt. Der wohlgemerkt, der Blichter, den wir uns jetzt ausdenken. Und jetzt ist je nach Programm, du kannst dir jetzt einen Menschen vorstellen, der in seinem Programm, in der Stelle, wo er steht, vom Blichter überhaupt noch nichts gehört hat. Zum Beispiel hochinteressant, dass hier ein Großteil der Menschen, Programme, die ich mir jetzt ausdenke, bevor ich das Wort Hammer angesprochen habe, die überhaupt nicht gewusst haben, was Hammer ist. Und wenn du jetzt im Weißenburg, wir denken uns, wir gehen jetzt mal in Weißenburg ins Krankenhaus, garantiere ich dir, dass nicht ein einziger Arzt im Weißenburg überhaupt was mit dem Namen Hammer anfangen kann. Nicht zuletzt deshalb, weil hier 80% Ausländer arbeiten. Aha. Was ich jetzt nicht abwerten meine. Was erzählt übrigens Hammer nebenbei gestern in den Nachrichten? Hat er zufällig gesehen von Hammer? Nein. Der Prinz von Italien ist jetzt wieder angeklagt worden und jetzt wurde, hast du es gesehen? Die haben jetzt war ganz großer Bericht, aber interessanterweise Hammer nur am Rand. Ein ganz großer Bericht, weil die nämlich in einer Zelle mitgefilmt haben bei einer Vernehmung und er hat sich verplappert und er hat hier ganz klar gesagt, dass er hier rumgeblödelt hat und hat den Dirk Hammer erschossen. Was bis zum, hast du es mitgekriegt?
Ich habe echt keine Geschichte mehr. Der hat den Dirk Hammer, die Geschichte kennst du. Und jetzt ist es interessant, dass jetzt hier ganz eindeutig die das freigegeben haben, dass er praktisch das gestanden hat. Aber nicht bewusst, sondern der wurde in einer Zelle oder wo gefilmt und dann hat er hier auf dem Spruch gehabt, dass seine irgendwo wurde er gefilmt und die haben den Film jetzt freigegeben, wo er ganz eindeutig sagt, dass er hier die ja eh alle verarscht hat und Zeug und war. Mit dem Charakter, was natürlich dann den Hammer seine Tochter, die ihr Buch noch geschrieben hat, mit diesen Leidensweg, die Schwester, Entschuldigung. Ja, die Schwester von dem Dirk. Die vom Dirk, die Tochter, richtig, dass die den Leidensweg, die hat ein Buch noch mit drüber geschrieben und die wollen dann veröffentlichen. Was interessant war bei dem Bericht, ist das erste Mal, das wird nichts mehr, die können den, weil es verjährt ist, und können gerichtlich nicht mehr belangen, aber es ist eigentlich der Hammer, was das anbelangt, hat er eindeutig recht. Ja. Er wurde hier mehr oder weniger, sein Sohn hat geschlafen und er wurde einfach von einem schisswütigen Highlife-Menschen abgeknallt, weil die gemeint haben, die müssen da wen rumfallen. Und das Leidensweg, aber was jetzt das ganz Interessante war in diesen Nachrichten, dass also hier Hammer zwar namentlich erwähnt wurde, seine Tochter wurde gebracht, was nur am Rande erwähnt wurde, weil er, der Hammer, dann hier inwieweit eine Mitschuld ist, weil er dann den heimgeholt hat und hat ihn daheim gepflegt. Und Hammer ist ja bekannt geworden durch seine obskuren medizinischen Sachen, wo sehr, sehr viele hier sterben mussten, weil er solche Lügenmärchen verbreitet hat. Das ist das Einzige, was am Rande erwähnt wurde. Aber nur ganz am Rande, inwieweit er da noch schuld ist und hätte den lieber da unten gleich im Krankenhaus lassen sollen und die Finger von ihm lassen sollen, das ist so am Rande mit erwähnt worden. Aber sonst, wenn du jetzt da keine Ahnung hast, kriegst du das gar nicht mit. Weil du erst immer mitkriegst, wenn du dich für die Hintergründe interessierst. Und jetzt ist natürlich, dass die Hintergründe, ein Hintergrund ist nicht das Kleine, sondern das Große. Pass auf. Wir können jetzt sehr aufsplittern, wenn ich jetzt ein weißes Papier nehme und ich male da einen Punkt drauf. Und ich frage jetzt irgendeinen normalen Menschen, was ist das? Oder noch schöner, was siehst du? Tu mal ganz spontan antworten, ich will nicht. Dann sagst du einen Punkt, das ist nämlich Blödsinn. Du siehst einen Punkt auf einem weißen Blatt Papier. Genau. Du brauchst einen Kontrast. Haben wir am Anfang gesagt. Jetzt ist es, du brauchst für alles, was du wahrnimmst, wenn du an Gesundheit denkst, ist im selben Moment im Hintergrund der Kontrast die Krankheit. Wenn du an Liebe denkst, ist es der Hass. Beides zusammen ist die rote Liebe. Wenn du an Gut denkst, ist es das Böse. Und Vollkommenheit ist, dass du das Ganze siehst. Okay? Wenn du jetzt an Hell denkst, ist im selben Moment Dunkel. Global betrachtet sowieso. Aber das ist es ja noch nicht. Weil selbst, ist es, du siehst hier keinen schwarzen Punkt auf einem weißen Blatt Papier. Vergiss einmal, wir gehen jetzt auf den Kontrast. Du siehst ein weißes Blatt Papier vom Tischling. Was ist mit dem Tisch? Okay, jetzt sehen wir einen Tisch. In dem Moment, wo du den Tisch anglotzt, vergisst du dieses Zimmer. In dem Moment, wo du an die Küche denkst, vergisst du das Haus. In dem Moment, wo du an das Haus denkst, vergisst du Ellingen. Wenn du an Ellingen denkst, denkst du nicht an Deutschland. Wenn du an Deutschland denkst, denkst du nicht an die Erdkugel. Und wenn du eine Zeitung in der Hand hast, vergisst du die Zeitung und dann klingst du dich in die Worte ein und auf der Ebene der Worte vergisst du die Zeitung und alles und du gehst jetzt in die Struktur der Worte hinein und liest aus den Worten das heraus, was du selber hineininterpretierst und das verwirklichst du in deinem Kopf. Ohne Wenn und Aber. Um zurückzukommen zu unserem Physikprofessor, der dir sagt, dass wenn ein Atom zerfällt, dass das dann auf Millionen Jahre streut, was schon wieder Zeitdenken ist, logisch, aber nicht geistreich, ist das große Problem, wie will er das überprüfen? Kann das überhaupt dann überprüfen? Ich habe mich gefragt, wie die LEDs gekommen sind, wo es dann Kasten hat immer Lebensdauer von 500.000 Stunden und die gibt es erst seit 2 Monaten. Wie haben die das überhaupt ausprobiert? Wie wollen die das ausprobieren, wenn es die noch nicht so lange gibt? Zurück, also dann, wenn sie es ausprobieren und dass die 500.000 Stunden brennen, ohne kaputt zu gehen, heißt es definitiv, dass die erste Prototypen schon vor 500.000 Stunden gebaut haben müssen. Weißt du, das ist einfach denken, du verirrst dich permanent in dem Geschwätz. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, das ist immer wieder, dass alles, was du dir ausdenkst, muss so sein, wie du es denkst. Und jetzt merkst du, ein Geistesfunke ist ein neugieriges Kind. Schreib dir das ganz, ganz fest in dein Bewusstsein. Wie erkenne ich den Unterschied von einem Geistesfunken und von einer KI? Oberflächlich betrachtet sieht es alles gleich aus. Das heißt, du Geist, der du jetzt hier diese Stimme hörst, du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass du ein Geistesfunke bist, sonst würdest du das nicht hören. Ob der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, das hört, oder der Klaus oder der Sigmund, den du dir ausdenkst, auch wenn du die körperlich vor dir sitzen siehst, es sind Erscheinungen, ist eine reine Glaubensfrage. Und du wirst irgendwann einmal demütig akzeptieren müssen, dass es nichts gibt, was du dir ausdenkst, das selber denken kann und das selber fühlen kann. In einem Traum fühlt nur der Geist, der träumt und denkt nur der Geist, der träumt. Und sobald er, weil er der einzige Geist ist, der sitzt hinter allen Personas, hinter allen Masken. Und sobald er eine Maske aufsetzt, ist er in der Reduzierung und sieht eine Perspektive in Spiel.
Und die Kunst ist, alle Rollen gleichzeitig zu spinnen, und du hast den Eindruck, dass das nacheinander ist. Wie immer beim Lesen, dass die Worte nacheinander kommen. In der höheren Bewusstseinsebene wirst du merken, das ist eins, das war schon immer eins. Okay? Das ist, dann wirst du eine Liebe ganz anders auffassen. Dann liebst du alles, du bekämpfst nicht mehr. Was willst du, wenn du so einen klassischen Gutmenschen magst? Das ist wie bei, wenn ich einen Roman habe. Wie sieht es aus, wenn ich einen Roman lese? Du, ist es nicht so, dass ich all diese Kreaturen aufgrund von Worten, alles, aufgrund von Worten in meinem Bewusstsein zum Leben erwecke? Wenn ich dir so einen Roman gebe, mach mal einfach ein Märchen. Alles, jede Kreatur erwecke ich, wenn ich dieses Buch lese. Diese Worte erwecke ich zum Leben. Die Charaktere erwecke ich zum Leben. Und wenn ich jetzt irgendwie mitfieber, sympathisiere, mitleide, egal was ich tue, ich fühle es, nur ich. Ob diese Romanfiguren des Films, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber jetzt pass auf, jetzt mache ich einen Sprung. Statt einen Roman zu lesen, schauen wir uns einen Zeichentrickfilm an. Da ist es nichts anders. Da leuchtet es mir auch noch an. Wenn ich jetzt das sage, wir machen das etwas realer, wir schauen uns einen Film an, einen Hollywood-Film an, da sieht es dann schon etwas echter aus, aber da weiß ich ja, das sind ja Schauspieler. Mhm. Wenn ich jetzt aber weiß, das ist eine Dokumentaraufnahme aus Japan, wo diese armen Menschen frieren, dann wird es noch realer. Und wenn ich jetzt den Film ganz wegmache und ich sehe es materialisiert, dann zweifle ich überhaupt nicht dran, dass der jetzt leidet, wenn hier irgendwie ihm was Schreckliches zustößt. Was natürlich das große Problem ist, dass der, den ich mir jetzt denke, dem wo was Schreckliches zusteht, bloß in dem Moment existiert, wo ich ihn denke, weil wenn ich ihn nicht mehr denke, ist er weg. Jetzt sind wir Materie, es ist hochkonzentrierteste, was es überhaupt gibt. Darum heißt es in den Physikbüchern, Materie ist hochkonzentriertes Licht. Und das ist die Falle von buddhistischen Systemen, die sagen, das ist nicht da, das wirst du von mir nie hören. Alles, was du beschwören kannst, wenn du jetzt das Glas in die Hand nimmst, pass auf, da ist ein Ich. Okay, da ist ein Ich und da ist eine Erscheinung. Okay, Ich. Und wenn du jetzt dieses Ich definitiv zuerst einmal, okay, ist ein Geist, vor dem Ich steht ein Geist. Okay, dieser Geist öffnet sein Ich. Okay, und da ist eine Erscheinung. Wenn jetzt der Geist sein Ich mit der Erscheinung verbindet, müssen wir da weh reinmachen. Okay? Mhm. Mach einmal. Verbinde dich einmal mit der Erscheinung. Hochheben. Dann kriegst du ein G wie ich. Das ist ein Gewicht. Gewicht. Der Geist verbindet sein Ich mit der Erscheinung. Und was spürst du jetzt? Der Geist verbindet sein Ich mit der Erscheinung. Ein G wie ich T. Mhm. So funktioniert es. Und das ist eine Matrix. Du bist in einer Matrix, wenn wieder einer sagt, es ist Zufall, dass du jetzt gescheit Glück gehabt, dass das zufällig zusammenpasst mit den Worten. Ich mache das mit allen Worten in allen Sprachen. Hey, ich bin's. Das ist immer wieder, wo ihr sagt, Beweise, was wollt ihr für Beweise? Es geht aber, wenn ich sage, ich bin's. Dieses Ich ist jetzt nicht das, was du dir denkst, das ist nicht der Udo, den du dir ausdenkst, sondern das ist der Geist, der dich das denken lässt. Und da du nur von oben nach unten schauen kannst, hast du einen Trick. Du kannst einen Trick, weil du anhand der Bilder erkennst, was hinter dir steht, was den Einfallspinsel in Bewegung setzt. Und das ist jetzt noch lange nicht Gott, das ist zuerst einmal dein Intellekt und dein Wissen glauben. Und dann kannst du wieder fragen, und wer inspiriert diesen Maler, dass er diese Bilder malt? Und dann gehst du jetzt in die andere Richtung. Das ist diese andere Richtung, ist jetzt, wo ich dir gerade gesagt habe, den Hintergrund suchen, kriegst du nicht durch Spezialisierung. Mach dich nie zu einem Fachidioten, weil dann gehst du immer ins Kleine, du zerhackst ein Bild in ein Puzzlestück und dann nimmst du das Puzzle und sagst, hey, wie funktioniert das? Das ist ein Teilgebiet, eine Religion oder ein Fachgebiet in der Physik oder in der Chemie, und dann wieder hast du wieder ein Teilgebiet, wo du dich nochmal reinlust, und dann wirst du immer mehr Vorstellungen kriegen, das aber wirklich nur Hingespinste sind, und hast aber das Ganze komplett aus den Augen verloren.